RB 81 11 5 11 574 Hamburg Hauptbahnhof Ahrensburg. Es ist 15.53 Uhr. Fahren Sie diese Regionalbahn von Hamburg Hauptbahnhof nach Ahrensburg mit der Baureihe 182 von der Deutschen Bahn. 304,9 Tonnen schwer 5 Wagen im Zugverband und 124,7 Meter lang. Auf der Strecke Hamburg-Ahrensburg. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trainsim World 3 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Wir beginnen. Und schalten Sie das ist mal das nach vorne. Zuglichter ein. Heller Lichtstrahl, das machen wir mal. Hauptschalter Außenbeleuchtung machen wir. Licht ein. Machen das und das. Nebenbei entriegeln wir natürlich die Türen. Ist ja logisch. Müssen natürlich noch die AFB. Bzw. das Licht. So. Hier haben wir nichts weiter zu tun. Hier können wir die AFB noch einschalten. So, das machen wir schnell auf dunkel. Das machen wir auch auf dunkel. Dann können wir noch hier zum Dings laufen. Und zwar unsere Zugsicherungssysteme einschalten. SIFA ein. PZB ein. PZB ein. Wir müssen aber natürlich noch, haben noch was vergessen. Nämlich PZB einzuschalten. Gucken wir hier nochmal. So, jetzt passt es. Können wir wieder hintergehen? Platz nehmen. Sehen, dass wir alles soweit eingestellt haben. Die AFB muss noch eingestellt werden. So, dann haben wir soweit alles geschafft. Können uns draußen umsehen. Und dann seht ihr eine wunderschöne Taurus im Flixtrain-Gewand. Sehr, sehr schön. So. Riegeln die Türen. Machen noch ein hübsches Foto. Lösen die Bremsen. Und dann geht's los, würde ich sagen. Jetzt aber. So, IFA, können wir ruhig aufschalten. Zugbeeinflussung. Mehr als 40 fahren wir sowieso nicht. Ich glaube, diese komische Leselicht können wir ausschalten. So. Das blendet ja derart. Weiterhin unter Beeinflussung. Müssen ja auch noch mal quittieren. Zugbeeinflussung. IFA. Dürfen wir.
Aber wir sind wie gehabt unter Beeinflussung. Da kommt auch nochmal eine Quittierstelle. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, erste Station Hasselbrock. Hasselbrock. So, dürfen 100. Und dann sind wir gleich auch schon an der ersten Station. Unserer Flix-Chain-Lok. So, sollten das einigermaßen pünktlich schaffen. Dass ich nicht allzu sehr rumtrödeln hier. So. Jetzt sind wir mal ein Fahrgast. Was ist das denn? Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir im Fahrgast, kommen hier so runter und können dann zusehen, wie der Zug abfährt, weil wir am falschen Bahnsteig sind. Wunderschön, wunderschön. So, nächste Station Hamburg-Wandsbek. In 1 Kilometer knapp. Also das ist jetzt natürlich keine Entfernung.
Auch das sollten wir einigermaßen pünktlich schaffen. Da wären wir. Gib zu, die Stationen sind sehr kurz gehalten, die Strecken, aber ich finde das auch mal nicht schlecht, dass man auch mal kurze Wege hat, statt immer 20, 30, 40 Kilometer. Finde ich sowas auch mal richtig schön. Und ich finde dieses Grün, Flixchain, finde ich einfach wunderbar. Sieht richtig schön aus, muss ich ehrlich sagen. Achso, ich hätte noch warten sollen. Egal. Kann sie nochmal aufmachen. So. Jetzt aber. Lösen die Bremsen. Nächste Station, Hamburg-Tondorf. Wunderschön. Wunderschön. Oh, da stehen schicke Güterzüge rum. Wir können jetzt mal ordentlich Geschwindigkeit machen hier oder ordentlich Strecke machen. So, wo ich schon wieder anfangen zu bremsen. Dann nehme ich jetzt gleich in Tondorf. Das war ein bisschen zu optimistisch gebremst. So, auch das hätten wir erledigt. So, soll noch warten.
So. Nächste Station. Hamburg-Rahlstedt. Sollten die Bremsen auch lösen. Wunderbar. Der Sound ist einfach geil. Der ist einfach geil, muss man so sagen. So, und das dürfte dann die vorletzte Station sein, vor der Endstation in Hamburg Hauptbahnhof. Zack. Stimmt. Also Ahrensburg ist dann die letzte Station, nicht Hamburg Hauptbahnhof. Hab ich jetzt vertan? So, der Zug fuhr durch. Das ist der Gegenzug, der um 16:47 Uhr hier eintreffen wird, beziehungsweise nach Hamburg Hauptbahnhof fährt. Uhr, Hamburg-Tonnerhof, Hamburg-Wandsbek, Hamburg-Hauptbahnhof. So, die letzten 8 Kilometer dieses Szenarios.
FIFA. FIFA. Wunderschön. Wunderschön. Ach, die Sonne geht so langsam unter. Ach, einfach ein traumhaft schönes Bild. Das muss man einfach so sagen. So, noch 4,4. Ich merke gerade, die Zuguhr funktioniert mit der Szenarienzeit vollkommen überein. 16, 15, 23 passt völlig. Und damit ihr es auch schwarz auf weiß seht, beziehungsweise weiß auf schwarz, Samstag, 14.01.2023. Findet dieses Szenario statt um 16.15 Uhr. Zugegeben, es ist jetzt etwas später. Aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Zugbeeinflussung. So. Da kommt noch mal eine Quittierstelle. Zugbeeinflussung. Ziffer. Ziffer. Die müssen wir drücken. Und wir werden schon mal langsamer hier. Sind wir gleich da? Sollten wir auch einigermaßen pünktlich schaffen. Zugbeeinflussung. 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 Weiß nicht, wann der 500 Hertz Magnet kommt. Keine Ahnung. Zugbeeinflussung. Hier kommt er. Zugbeeinflussung. Das gibt's doch gar nicht. Warum? Zwangsbremsung. Was ist denn? Zwangsbremsung. Was mache ich denn falsch? Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. Ach, was mache ich denn falsch? Sag's mir, was mache ich falsch?
Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich da falsch gemacht habe. Bei dem 500-Hertz-Magnet? Ich weiß es leider nicht. So. Pünktlich sind wir trotzdem. Das ist gut so. Ah ja. Vorsicht bei der Einfahrt. So, und dann endet das Szenario. Kommen wir den Gold? Jawohl. So, das war's dann mit diesem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Samstagabend, einen schönen Sonntag. Wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Der Dinge spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.